Am 12. Dezember 2022 verloren die Offenbacher Kickers mit Hermann Nuber den größten Spieler ihrer Geschichte. Wie der Metzgermeister zum Idol wurde und warum seine Spielweise, obwohl er seine aktive Karriere schon vor mehr als 50 Jahren beendet hat, auf dem Biberer Berg fangenerationenübergreifend nach wie vor in aller Munde ist, erfahrt ihr nach dem Trailer. Hermann Nuber wurde am 10. Oktober 1935 in Offenbach am Main geboren. Im Alter von 11 Jahren begann er in der Jugend des OFCs zu spielen. Schon damals fiel er durch seine Führungsqualitäten und seine herausragende Spielweise auf. Deshalb bestritt er bereits 1953 im Alter von 17 Jahren sein erstes Spiel für die erste Mannschaft der Kickers. Seine nächsten beiden Einsätze hatte das Talent dann erst 2 Jahre später in der Meisterschaftsrunde 1955. Doch danach war er nicht mehr wegzudenken und ab der Saison 55-56 endgültig gesetzt. Karriere als Spieler der ersten Mannschaft. In der Oberliga Südsaison 58-59 bestritt er alle Spiele und erzielte dabei 22 Tore. Damit hatte er einen wesentlichen Anteil daran, dass die Offenbacher in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einzogen. Die Konkurrenten waren damals der HSV, Westfalia Herne und Tasmania 1900 Berlin. Nuber erzielte in diesen Gruppenspielen 5 Tore. Bis heute unvergessen ist dabei das entscheidende Spiel gegen Tasmania 1900 Berlin, in dem der OFC bis zur 87. Minute mit 0:2 hinten lag und am Ende durch absoluten Willen und angetrieben von Hermann Nuber, der den 1:2 Anschlusstreffer selbst erzielte, noch 3:2 gewann und sich damit für das Finale qualifizierte. Im Finale in Berlin trafen die Kickers auf die Frankfurter Eintracht. In einer hitzigen Partie zogen die Offenbacher den Kürzeren und mussten sich mit 5:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Nachdem den Kickers die Aufnahme in die neu gegründete Bundesliga aus dubiosen Gründen verwehrt worden war, spielten sie nur noch zweitklassig in der Regionalliga Süd. Nuber hielt trotz lukrativer Angebote seinen Kickers die Treue und verschrieb sich mit Leib und Seele der Mission Bundesliga-Aufstieg. Es sollte 5 Jahre und 2 gescheiterte Aufstiegsrunden dauern, bis der OFC wieder in die Erstklassigkeit zurückkehrte. Hermann Nuber bestritt anschließend alle 34 Bundesligaspiele, wobei er 5 Tore schoss. Den Abstieg konnte aber auch er nicht verhindern. Nach dieser Saison beendete er zunächst seine Karriere, wurde jedoch in der Saison 70-71 nochmal für 2 Bundesligaspiele reaktiviert, bevor er endgültig seine Schuhe an den Nagel hing. Die Statistik. Hermann Nuber bestritt insgesamt 408 Punktspiele für die Offenbacher Kickers, in denen er 164 Tore schoss. Dabei spielte er als Halbstürmer, Außen- und Mittelläufer. Besonders gefürchtet waren seine wuchtigen Kopfbälle, Freistöße und seine Fernschüsse, mit denen er die gegnerischen Torhüter in Angst und Schrecken versetzte. Aufgrund seiner harten, aber zumeist fairen Spielweise erhielt er den Beinamen Eiserner Hermann. Die Nationalmannschaft. Kurioserweise machte der Offenbacher kein einziges A-Länderspiel, obwohl er bereits 1954 unter anderem mit Uwe Seeler zur DFB-Jugendauswahl für das in Deutschland durchgeführte FIFA-Turnier eingeladen worden war. In den folgenden Jahren spielte er 2 U23-Länderspiele sowie 1 Spiel für die B-Nationalmannschaft und war bei der Weltmeisterschaft 1958 im erweiterten Aufgebot des deutschen Kaders. Hierbei war er jedoch nicht in Schweden vor Ort, sondern stand nur zum Abruf bereit. Wenig später endete die Verbindung Nubers zur Nationalmannschaft. Karriere als Trainer. Nach seiner aktiven Laufbahn war Nuber noch 15 Jahre als A-Jugend- und Amateurtrainer für die Offenbacher Kickers aktiv. Zudem sprang er bei den Profis 2-mal als Interimstrainer ein. Zuletzt in der Saison 83-84 in der bislang letzten Bundesliga-Saison der Kickers. Während seiner Zeit als Jugendtrainer bewies er ein besonderes Gespür für Talente. Er entdeckte und förderte unter anderem Jimmy Hartwig, Oliver Reck, Rudi Völler, Uwe Bein und Rudi Bommer. Auszeichnungen und Ehrungen. Der größte Erfolg des Offenbacher Ehrenspielführers war die deutsche Vizemeisterschaft 1959. Auch wenn er laut eigener Aussage 50 Jahre gebraucht hatte, um diese Niederlage wegzustecken. Er war fest davon überzeugt, hätte ihn der Trainer an diesem Tag in Berlin als Libero aufgestellt, wären den Adlerträgern nie und nimmer 5 Tore gelungen. Zudem wurde er bei der Wahl zum Fußballer des Jahres 1968 Zweiter hinter Franz Beckenbauer. Eine skurrile Ehrung erhielt er im gleichen Jahr durch einige Kickers-Fans, die nach dem geglückten Aufstieg die Straßenschilder der Biberer Straße mit Hermann-Nuber-Allee überklebten.
Anlässlich seines 60. Geburtstages wurde ihm vor dem Stadion ein Denkmal gesetzt, eine Bronzebüste mit der Aufschrift Eiserner Hermann. Außerdem erhielt er 2013 den Ehrenpreis der Stadt Offenbach für sein Lebenswerk als Fußballer und Trainer. Als vorerst letzte Ehrung, die er wenige Monate vor seinem Tod im Alter von 87 Jahren noch miterlebte, wurde die Haupttribüne in Hermann-Nuber-Tribüne umbenannt. 2020 wurde außerdem eine Petition ins Leben gerufen, die darauf abzielt, ihm ein weiteres Denkmal zu setzen. Die Bachstraße, in der sich jahrzehntelang das Wohnhaus und die Metzgerei der Familie Nuber befand, soll, wenn es nach den Initiatoren geht, zukünftig Hermann-Nuber-Straße heißen. Heute gehen die viel zitierten und geforderten Offenbacher Tugenden maßgeblich auf Hermann Nuber zurück, der niemals aufgab und oftmals mit eisernem Willen seine Mitspieler und die Tribüne mitriss, bis der Sieger Kickers Offenbach hieß. Einen Spieler wie ihn gab es vor ihm nie auf Biebershöhen und wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.